Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Sims 4 in der Doppelhaus-Challenge. Wir sind dabei zu duschen anscheinend. Ja. So, sie duscht jetzt auch und hat vergessen, dass sie diese blöden Dingens hier machen soll. Und Danik feiert jetzt Geburtstag, was richtig doof ist. Also natürlich nicht doof für Danik, aber ja. Dann darfst du mal einen Kuchen backen. Apfelkuchen ist auch geil. Brathähnchen. Ein geschwärzter Barsch. Wir nehmen einen blauen Konfettikuchen. So, sie kocht jetzt auch was. Warum stinkt sie? Ich fass es nicht, ey. Okay, dann halt so. So, du gehst dann mal auf die Toilette. Darfst dann aufräumen. Den Tisch kannst du nicht mehr decken. Wobei, du kannst die Tischdinger mal abräumen. Alles klar. Alles klar. Sie übertreibt es beim Kochen. So, du gehst jetzt aber bitte nochmal erfrischend duschen. Weil, wenn dein Bruder seine Geburtstagsparty schmeißt, dann möchtest du auf jeden Fall nicht. Warum heulst du denn jetzt? In eine Phase eintreten. Ja, und was für eine Phase bitte? Gar keine, ist auch gut. So, gehst du jetzt bitte duschen? Schnell duschen, Dankeschön. Meine Herren, Ace. Man kann es auch kompliziert machen, alles. So, dann würde ich sagen, wir öffnen mal, stellen den Kuchen mal hier hin, werden Geburtstagskerzen hinzufügen und dann die Party veranstalten. Dann darfst du das mal abräumen alles, den Müll rausbringen und den Tisch decken mit einer Party-Location in Blau, weil du möchtest jetzt Blau haben. So, Kleinkind-Spieltreffen. Nein, wir nehmen die Geburtstagsparty natürlich für Danik. Aya, Chihiro, Leander, die ganzen anderen komischen Leute, ne? Joaquin. Hier war doch Daichi, Yomiko, Manuel, Paolo. Der kennt die zwar alle nicht, aber die könnten ja Geschenke mitbringen. So, wir nehmen hier noch Candy mit. Das passt schon. So, wir wollen auf jeden Fall im Museum feiern. Ich habe extra die Torte fürs Museum gemacht. So, jetzt. Darfst du mal hier hingehen? Ist. Ach, sie gönnt sich schon mal was zu essen. Ja, warum nicht? So, die ganzen Partygäste kommen schon. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wie soll ich denn mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich nicht mal mich selbst unter Kontrolle habe? Emotionale Kontrolle auf jeden Fall. Oh, das sieht cool aus. Katze! Hallo, nein! So, über Hochspringern Theken belehren. Danek feiert Geburtstag. Geht das jetzt? Die Katze steht im Kuchen, ey. Sag mal, du Katze. Hallo? Hallo, ich will für Geburtstag feiern. Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welche wollt. Wir nehmen auch die emotionale Kontrolle. So, passt schon. Ich will sie feiern, ey. Sich etwas wünschen. Geht das jetzt endlich?
Macht der jetzt auch was? Er rennt planlos durch die Gegend. Der Vater steht da am Arsch der Welt und trollert da mit einer Trompete rum, ey. Der sieht ja voll super aus, der Typ. Ey, Danik ist älter geworden. Und er möchte auf jeden Fall Maler werden. Habe ich mir überlegt. Ja, Mann. Maler. Was passt denn noch zu ihm? Ein Maler, vielleicht Genießer, aber nein, das passt einfach nicht. Ich würde Perfektionist sagen. Wobei wir auch später Perfektionist machen können. Zimperlich, ey. Ja, klar. Ein Genie passt auch. Hitzkopf? Nee. Bücherwurm, Geek. Er ist erstmal Perfektionist. Das hat er von der Mama geerbt. So. Dann darfst du zum Essen rufen. Wo ist der Fett, Alter? Das geht ja mal gar nicht. Diese Katzen, ne? Übertrinken aus Pfütze belehren. Meine Herde. Okay, 3 Stunden Kontakt mit dem Geburtstagssim pflegen. Kriegen wir irgendwie hin. Über Speisearomen reden. Das ist das Erste, was ich mache. Urbane Legende erzählen. Gratulieren. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme, oder? Geburtstag feiern, von Essen schwärmen. Also nur die Mama kann nicht dem Sohn gratulieren. Kompliment über Outfit machen. Den Tag verschönern. Dann... Komm, kannst du da gratulieren. So, jetzt sitzt er da am Arsch der Welt, aber das ist kein Problem. So. Wie wär's, wenn ihr jetzt den Kanal... Das ist der Kinder? Nee, der Comedy-Kanal, ne? So, dann darfst du nämlich auch den aktuellen Kanal schauen und du auch. Und dann werdet ihr alle verspielt und dann passt das hier wieder. Und nebenbei unterhaltet ihr euch. Tag verschönern. Du laber mit deiner Schwester. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Willkommen danken. Ist ja auch mal nicht schlecht, ne? Danke, meine Schwester, die sowieso in diesem Haus wohnt, dass du gekommen bist. Respekt zeigen. Da ist der ein guter. Okay, nach Tagfragen. Warte mal, wieso ist mein Sohn kein Vampir? Das verstehe ich nicht. Immerhin haben wir uns ja extra gezeugt hier mit ihm. So. Erwachsenen einen Toast. Ein Toast ausbringen, ja klar. Geht das? Wie geht das? Ist jetzt die Frage. So, Gruppengeschichte? Nein. Das geht schon mal nicht. Oh, ich liege hier irgendwo. Ist auch gut. Dann halt nicht. Hallo, stopp. Nein. Geh mal zu ihm. Und lass dich verwandeln. Du solltest nämlich ein Vampir werden. Ach ja. Oh nein. Das wird jetzt super, ey. Da dürfen wir uns ja noch fröhlich... Ich verstehe nicht, wieso er kein Vampir geworden ist, ehrlich gesagt. So, wir verkaufen die Hausaufgaben mal. Okay, die Party ist jetzt ja eh fast vorbei. Ey, wie das hier aussieht, ne? Wie das hier aussieht. Manieren. Fang an aufzuräumen. Weißt du was? Hör auf damit. Fang an aufzuräumen. Aufräumen, bitte. Das steigert die Manieren. Ist alles dann besser? Oh,
Wow, eine Belohnung. Ein Buch als Geschenk ist auch nicht schlecht. Wie diese Katze hier nervt, ne? Sehr traurig. Es wird Zeit, schwarz zu tragen. Ja, Mann. Der Typ versteht mich. Es wird Zeit, schwarz zu tragen. Hey, aber das hat nichts mit traurig zu tun, ne? Nickerchen. Nein, Mann. So. Wir machen hier eine kurze Pause. So. Jetzt habe ich hier mal den Typen umdesignt einfach. Und ich habe jetzt mal das Zimmer, weil er ja voll der Schwarzmensch ist jetzt, ne? Habe ich jetzt das Zimmer schwarz gemacht. Dann darfst du jetzt das mal beanspruchen und auch gleich schlafen gehen. Will der mich jetzt verarschen? Er trägt doch schwarz. So, du gehst auch ins Bett, das ist gut. Und sie ist schon im Bett. Mensch, was für eine Geburtstagsparty. So, dann sehen wir mal zu, dass hier alles... Oh, Moment, Moment, Moment. Ihr steht nochmal auf und nehmt euch nochmal frei in der Schule. Urlaubstag nehmen. So, das machst du nämlich auch. Urlaub nehmen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht in den Urlaub fahren. Ich kann doch einen Urlaubstag nehmen, oder? 2 Tage bis zum Unterricht. Ja gut, dann. Weißt du was, schlaf trotzdem weiter. Du hast nämlich keinen Urlaub, soweit ich weiß. So, dann darfst du jetzt schlafen. Wie sieht es denn mit meiner Wenigkeit aus? Ich habe 12 Stunden bis zur Arbeit. Hab hier alles perfekt, ja, hochgelevelt und so weiter und so fort. So, sie kann mal ihre Hausaufgaben hier wieder ins Inventar packen. So, auf jeden Fall emotionale Kontrolle und alles läuft. Ich werde angerufen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss aber den Typen jetzt noch zum Vampir machen lassen. Da der das ja nicht wurde, obwohl ich mit einem Vampir geschlafen habe. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen, diesen Typen hier einziehen zu lassen. Irgendwo. Gegenüber oder so. Ach ja. Ich will noch so ein Nachzüglerkind haben. Wann werde ich denn älter? In 9 Tagen. Okay. Ich mach's nochmal schnell. Und es geht auch schon weiter. Also für euch zumindest. Bei mir ist jetzt ein bisschen gedauert. Und zwar habe ich da einen Typen einziehen lassen. Ich besuche die Residenz jetzt alleine. So. Ah, ich habe mal so ein bisschen nach Nachnamen gegoogelt. Und einfach... Irgend so ein Typ hat Gravestone vorgeschlagen in irgendeinem Forum und ich fand das so geil, ey. Deswegen heißt er jetzt Gravestone mit Nachnamen. Und Vorname irgendwie Emilias oder sowas. Ich fand das ganz cool. Es war halt mal irgendwas außer der Reihe. So, übrigens hat sie mittlerweile so ein Outfit. So ein bisschen älter jetzt, wo man so wird, ne? So leichte Falten hat sie schon, ne? So Augenringe. Sieht man so langsam. Ja, so, wir klopfen aber mal an. Wir machen uns den jetzt mal so klar, dass wir den jetzt schon schwängern, als wir uns schwanger machen und so. So, ich habe übrigens dieses Ding hier einfach aus der Galerie genommen. Fröhlich vorstellen. Okay. So, wir sind jetzt mal richtig schnell hier. Der hat doch ein Doppelbett, oder? Hat der bitte? Ja, hat er. Okay, so. Wir machen uns den jetzt richtig schnell klar. Fragen, ob sie im Single ist. Freundlich. Wir kommen hier rein, machen uns den klar, Kompliment über Aussehen machen. Videospiel können beeindrucken, das kommt auf jeden Fall gut. Kompliment über Aussehen machen.
Nummern austauschen. Wir gehen jetzt richtig ran, ihr passt auf. Kompliment über Aussehen machen. Wir flirten gleich, ne? Wir sind richtig hart hier. Tief in die Augen schauen. So, bei uns läuft es richtig. Massieren. So, wir machen uns gleich an den ran. Ich wollte extra, dass das so ein komischer Hausmann wird. So. Flirten. Damit wir mal so alles Mögliche an potenziellen Vätern hatten. Kokett ärgern. So. Flirten. So. Nochmal flirten. Romantik. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Ey, das geht richtig gut immer in Sims, ne? Wenn wir einen wollen, dann kriegen wir den auch. Ey, das ist immer so in Sims. Anmachen. Ey, wir gehen richtig ran hier. Romantik. Aufreizen, posieren. Romantik. Einen Kuss hauchen. Können wir uns jetzt bitte küssen und dann das Baby machen? Oh, sehr unauffällig. Ich muss schon sagen. Oh Mann, ey. Also in echt würde ich das natürlich so nicht machen, ne? Ersten Kuss erleben. So, und wir gehen dann direkt in die Kiste und machen ein Baby. Oder auch nicht. So. Leidenschaftlich küssen. Baby machen mit Emilias. So. Joaquin möchte auch mit uns abhängen, aber das wollen wir nicht. So, wir machen erstmal fetten Baby. Oh. Nein. Pass auf, und jetzt kriege ich Zwillinge oder so. Ey, das wär's. Nein, nicht einschlafen. Das ist ja hier nicht geduldet. Geh mal einen Schwangerschaftstest machen. Vielleicht hat das ja schon funktioniert. Und? Yes, für 2 Essen. Perfekt. Okay. Hände küssen. Alter, ich bin schwanger. Guck mal, wir haben eben im Bett miteinander geschlafen. Ich habe so eine Kugel wie im 5. Monat. Guck dir das an. Bist du sicher, dass ich der Vater... Ja, bin ich. So, ich bin jetzt schwanger, ne? Okay. Und dann hörst du mal auf und gehst nach Hause, weil du musst jetzt den anderen Papa einladen und mit ihm Schluss machen, damit wir denn nämlich mit dem heiraten können. Ich wollte es mal gemacht haben. Ey, wir sind hier voll sprunghaft und so. Die Mutter ist legendär. Also in echt mache ich das natürlich nicht, aber ja. Wir wollen ja ein bisschen Action hier haben, ne? Das langweilige Familienhausleben, was wir ausprobieren wollen, mit einem Verdiener und Hausfrau und so, das machen wir in der Einfamilienhaus-Challenge. Deswegen eskalieren wir hier richtig. Ne? Ja. Ach du Scheiße, sie ist schon richtig schwanger, ey. Dieser Blick, ey, oh Scheiße. Hab ich nicht verhütet, ey. So, wir rufen eine Familienversammlung einfach ein. So, dann essen wir mal ein Stück Kuchen. So, jetzt kommt ja der Papa. So. Romantik? Nein, gemein. Es ist leider blöd, aber wir trennen uns. Wo esse ich denn den Kuchen? Da unten! Ist das euer Ernst? Okay. Sie ist schon voll mit einem schwangeren Bauch. Du, wir trennen uns. Chihiro macht mit Leander Schluss. Es ist voll normal, dass diese Katze da auf dem Tisch sitzt.
große Neuigkeit erzählen, Alter, komm. Okay, wir haben die Beziehung beendet. Um Vergebung betteln. Du hörst besser damit auf und hältst dich an die Gruppenaktivitäten, sonst sage ich dem Rest der Gruppe Bescheid. Okay. Ich muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Okay, wir beenden mal die Versammlung. Und du, mein Freund, machst Sport. Und zwar Dali. Erstmal Training. Du hast gerade, ne? Du spielst. Dann darfst du mal die Toilette benutzen. Und eine erfrischende Dusche nehmen. Nein, du darfst ein Bad nehmen. Ein Lavendelschaumbad. So, und wir werden jetzt Sportspaß spielen. Okay, wir essen erstmal. Weißt du was? Wir schieben jetzt richtig den Kuchen in uns rein. Oh, ey, die eskaliert hier richtig, die Frau. Jetzt haben wir wieder die Schwangerschaftsprobleme des Universums. So, meine Kinder kennen den noch nicht, aber wir fügen den jetzt der Familie hinzu. Komplett normal. Ach so. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne? Dann geh doch mal auf die Toilette. Ich kann gleich noch was essen hier, ne? Die ist so hungrig. Traurig. Trennungsblues. So. In 10 Tagen werde ich älter. War das nicht erst noch 9? Du bist aufgeräumt, du bist aber nett. Hey, du nimmst dir jetzt auch mal was. Und zwar das hier. Sie ist fertig mit Bart. Dann nimmst du dir doch auch mal was zu essen. Wenn man schon mal dabei ist, warum nicht? So, ein Gericht nehmen. Der Gärtner hat alles sauber gemacht. Oder sauber gemacht. Der hat alles gegossen, das ist gut. So, sie muss gleich zur Arbeit. Aber erstmal züchten wir einen Frosch. Was, mein Boss geht. Ruft an. Nein, 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 nein. Wir gehen einfach so zur Arbeit. Okay, jetzt hör auf zu essen, geh zur Arbeit. Oh, diese Katze, ne? Okay, wir unterhalten uns mal mit der Schwester von Lieblingsband Schwärmen. Ich meine, sie hat voll die gute Figur bekommen und dann kommt er. Dann kommt unser dicker Danik. Danik, das musst du echt ändern, das geht so nicht. So wie das aussieht, das ist eine Katastrophe. So, du darfst aber fleißig arbeiten. Trübsalblasen. Nee, das machst du mal besser nicht. So. Was machen wir mit ihr jetzt? Was muss sie denn noch machen? Level 10 der Fitnessfähigkeit erreichen. Maximales körperliches Potenzial deines Sims erreichen. Ach du Scheiße. Dass man hier alles machen kann. Stimmt, Danek könnte mal malen. So, dann nach dem Essen darfst du die Toilette verwenden und nachdenklich duschen. Und dann fängst du einfach mal mit einem klassischen Gemälde an. So, wir müssen uns ja noch zum Vampir machen lassen. Alles stressig hier, alles stressig. Was geht bei dir? Okay, er geht einfach direkt hin. Okay. Ist okay, warum auch nicht. So, was machen wir mit ihr jetzt? Ich wollte gerade irgendwas. Ich habe, glaube ich, für sie schon irgendwas angewählt gehabt. Aber es ist gerade voll aus meinem Gehirn raus. Zusatzaufgaben kann sie zumindest mal machen. Und wenn sie schon mal dabei ist. Das Projekt für die Schule. Beginn vorsichtig zu arbeiten. So, jetzt müssen wir ja bei ihr mal gucken. Sie wird ja in 5 Tagen älter. Ob wir die Manieren irgendwie noch hochkriegen. Wobei, sie könnte ja mal anfangen, den Tisch zu decken mit einer ungezwungenen
roten Location. Was macht die Manieren denn noch hoch? Gute Frage, ne? Warte, sie kann ja ehrenamtlich tätig werden. Moment. Erstmal nimmst du einen Urlaubstag in der Schule. Das machen wir jetzt echt die ganze Zeit. Das ist ja auch richtig geil eigentlich. Ehrenamtlich tätig werden. Nur Aya. Okay. Wir machen Strandreinigung. Oder sie, besser gesagt. So, Danek malt. Okay. Dann hörst du mal auf zu malen. Und wir reisen mal zu einem Vampir. Zehn Jahre später. So, dafür müssen wir mal diese Welt verlassen. So, ich werde mich nämlich von dem hier jetzt beißen lassen, weil die kann man immer richtig schnell überreden, dass sie das tun. Ach, so ein Vampirbruder ist nicht schlecht, ne? Vielleicht macht er sich das kleine Nachhängselgeschwisterchen dann noch eigen. Ich tippe mal, dass die Eltern da nämlich vielleicht nicht mehr lange leben werden. Okay, klopf mal an. Jo, mein Vater ist ein Vampir, aber der ist nicht gut genug, um mich zu einem Vampir zu machen. Könnt ihr mich mal zu einem Vampir machen? Dankeschön. Freundlich vorstellen. Das erhöht auf jeden Fall die Manieren. So, so. Yo, Digga. Was geht? Bei Interessen reden. Nach Karriere fragen. Mal sehen, was er so ist. Kennenlernen. Vom Videospiel schwärmen. Über Träume reden, ist ganz wichtig. Caleb ist arbeitslos, okay. Tiefgründige Unterhaltung. Von Ideen erzählen. Was man halt so alles macht, wenn man bei einem Vampir ins Haus geht, ne? Das mache ich auch immer, nach Techtelmechtel fragen. Das machen wir besser nicht. Er ist ehrgeizig, das ist schön. Nach Tag fragen. Tag verschönern. Über Interessen reden. Tiefgründige Unterhaltung. Witz über Marsmenschen erzählen. Kompliment über Outfit machen. Urbane Legende erzählen. Das möchte ich auf jeden Fall hören. Von so einem Halbwüchsigen, der hier reinkommt, ihn voll labert. Möchte ich mich auf jeden Fall auch so voll labern lassen. Kann er jetzt? Bitten zu verwandeln. Yes. Sehr schön. Okay, dann gehe ich jetzt mal, ne? Also tschüss. Oh, und ich habe Geld mit nach Hause gebracht. Oh yeah. Kannst du auch noch schlapper gehen? Ich glaube nicht, oder? Meine Herren. Boah, ich bin bei Stein vorbeigegangen. Hey, ich bin bei Stein vorbeigegangen. Ja, die nächste Katastrophe wird es, erstmal ein Zimmer für das neue Baby zu machen. Jo, alles klar, ey. Gucke mal, ich bin dick. Gucke mal mein Video. Toll, oder? Ja. Okay. Du gehst erstmal schlafen. Wie sieht's denn bei dir aus? Wow. Okay, dann Toilette verwenden. Erfrischende Dusche nehmen und sie geht ins Bett. Das ist gut. Sie ist schwanger, sie geht ins Bett, das passt. So, müde Vampire müssen halt auch mal ins Bett. Müde Vampire haben ihre Hausaufgaben noch nicht erledigt. So. Levos hat hier noch nicht mal angefangen und wir überlegen schon, wo wir unser Baby jetzt hinpacken.
Also ich würde dem Baby ja das Zimmer geben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich unser Zimmer hinbauen soll. Von meinem Mann und mir. Aber erstmal muss ich den ja auch so startklar machen, dass ich den heiraten kann, ne? Das ist ja die nächste Sache. So. Oh, halt. So, wir machen jetzt aber hier erstmal eine Pause. Ey, die hat voll das Bienendekolleté. Guckt das mal an. Krass, Alter. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit erstmal ciao und bis zum nächsten Part.